So, hallo Leute. Ich habe wieder Material bekommen, aber aus einem Grund, den ich mir nicht gewünscht hätte. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede. Es geht dabei natürlich um die Insolvenz des Uhrwerk Verlags. Ich wette, dass es auch bei euch ein recht geliebter Verlag ist. Ist ja auch meines Wissens der zweitgrößte Verlag Deutschlands, der ja im Prinzip sich rein auf Rollenspielzeugs konzentriert, also dann nach Ulysses eben. Und der Verlag ist mir auch mit den Jahren ziemlich ans Herz gewachsen und all das, was da eben mit dahinter steht, ne? Also, dass die Ortenspalter damit so verbandelt sind und man durch die auch die ganzen Leute wie Uli Lindner, Pat und so weiter kennengelernt hat, die ich eben selber hier in Norddeutschland auch auf der Nordcon zwei, dreimal treffen konnte. Teilweise auch in Workshops. Und das sind einfach wirklich nette Leute, die einfach tolle Arbeit leisten. Ich brauche jetzt nicht viel mehr dazu sagen, glaube ich. Die ganzen Nachrichten und Videos dazu kennt ihr wahrscheinlich. Ich werde sie aber trotzdem nochmal hier verlinken unter diesem Video. Jedenfalls gab es dann ja diese Solidaritätswelle, dass wirklich viele Leute teilweise auch mit viel Geld eingekauft haben im Uhrwerk Online-Shop. Und ja, ich gehöre dazu. Ich habe ja eigentlich nicht so viel Geld gerade und ich habe dafür einige Rücklagen angekratzt und habe mir ein fettes Paket kommen lassen, das heute angekommen ist. Alles mit Dingen gefüllt, die ich mir so im Laufe der Zeit ab und zu mal gekauft hätte. Und jetzt habe ich es eben, ja, ich habe im Prinzip jetzt alles gekauft oder so gut wie alles gekauft, was ich mir auch noch kaufen würde beim Uhrwerk Verlag, was mich interessieren würde. Der Videotitel sagt es ja schon, es geht hier jetzt einfach erstmal nur, ja, um dieses Dice Tray vom Uhrwerk Verlag. Ich hoffe überhaupt, dass das hier so richtig normal und heile drin ist, denn dieses fette Paket, was ich bekommen habe heute, ist nicht unbedingt heile angekommen, was ich allerdings den Uhrwerkern nicht wirklich anlasten will. Ihr seht es, also das ist wirklich. Also das geht gar nicht jetzt, was die Post angeht, ne? Ich habe das wirklich auch schon häufiger gehabt, dass da irgendwo was aufgemacht wurde, um wahrscheinlich nachzusehen, ob da Wertsachen drin sind. Und hier haben sie mal wieder gesehen, wie meistens bei mir, ach, der bestellt ja gar nicht irgendwie 10 Goldketten oder so, sondern ja, doch eher langweilige Rollenspielbücher, die allerdings auch ziemlich wertig sein können, wie wir alle wissen. Ja, und ich habe dieses Paket noch nicht aufgemacht. Und ich werde natürlich hier jetzt auch nicht alle Bücher durchblättern oder so, sondern das wird dann schön alles von Zeit zu Zeit dann gemacht, immer wenn ich dann Zeit habe, weil die habe ich im Moment auch nicht so doll. Aber dieses Paket wollte ich zumindest hier einmal unboxen und das Dice Tray mal aufbauen. Ich kenne diese Dinge auch noch nicht. Ich will mal gucken, wie das alles aussieht und läuft damit. Und ja, habe ich auch so ein bisschen bestellt. So ein bisschen auch Solidarität auch, ne? Dass ich nicht mehr in meinem Borbarat-Würfelbecher würfel, sondern dieses schöne Ding benutze oder die ganze Gruppe das Ding benutzt. Ja. Ja, wie gesagt, die ganzen Links füge ich ja hier dem Video hinzu. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Ihr werdet dann also gleich sehen, was ich in. Ja, ich sag mal, in den nächsten Wochen werde ich so langsam anfangen, wenn ich so langsam mehr Zeit bekomme, dass ich immer mal wieder was durchblättere. Ich hatte ja gesagt im letzten Video, das ich gemacht hatte, dass ich eben nicht immer so viel Geld und Zeit habe. Das mit dem Geld habe ich gerade erklärt. Das mit der Zeit, naja, auch. Allerdings, ich mache ja durchaus auch ab und zu mal eine Rezi und nicht nur durchgeblättert Sachen. Ich habe zwar nicht wirklich neues Material jetzt immer gehabt vorher, aber rezensionsmäßig hätte ich natürlich was machen können. Allerdings ist da auch wieder der Zeitmangel der Fall, ne? Also es gibt eben gewisse Sachen, auf die ich Bock hätte, wie nochmal Cthulhu-Grundregelwerk eine richtige Rezi machen, nicht nur durchgeblättert, weil ich das auch komplett gelesen habe und einfach mega schätzen gelernt habe.
Und dann habe ich auch einfach Bock, da eine coole Rezi rauszuhauen. Aber ja, die Zeit halt, ne? Ab und zu wird dann sicherlich noch was kommen. Aber gut, nach 5 Minuten Gelaber. Aber der Uhrwerk Verlag hat es auf jeden Fall verdient, das muss man sagen. Dazu kann ich auch nur ganz kurz noch sagen, also für mich ist der Uhrwerk Verlag auch mit mein Lieblingsverlag. Ganz früher habe ich davon nur kurz erfahren und dachte, ja, irgendwie so ein komischer Verlag, der nicht wirklich groß ist und irgendwie irgendein Zeug macht und aha, Rollenspiel sowieso kleine Branche und irgendwie so einen komischen Webshop, der wahrscheinlich nicht so doll ist. Jo, und das hat sich dann aber ganz schön gewandelt, weil die einfach geilen Shit gemacht haben und einfach auch eine richtig tolle Seite hatten, eine Shop-Seite, die mir mega gefallen hat. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt, mich da durchzuklicken und Sachen zu bestellen und so. Also einfach vom Handling auch, ne? Also das war eine der Shop-Seiten, die ich mit am liebsten ja, durchgegangen bin. Und die Leute sind eben alle nett und, ja, weiß ich nicht, das ist alles eine sympathische Angelegenheit, wird aber auch alles zu Genüge in anderen Videos und Nachrichten und so gesagt, aber wie gesagt, verlinke ich euch. Gut, dann 6 Minuten Gelaber und dann will ich mal das Zeug hier langsam aufmachen. Muss mal auf Pause drücken. Ja, gut, das zu sagen, dass ich auf Pause drücke, ist irgendwie total obsolet, weil ihr bemerkt die Pause eh nicht. Gut. Das Ding zu öffnen war nicht so schwer, denn es war ja an der Seite schön geöffnet, was ich wie gesagt nicht dem Uhrwerk Verlag anlaste. Das ist so ein bisschen mit diesem Zeug hier gefüllt. Wahnsinnig spannend. Ich habe Splittermond bestellt, ich habe Fate bestellt und dieses Dice Tray. Ich glaube, das war's. Ich habe da auch so eine Liste gehabt. Moment, die Liste muss ich auch mal holen. Ich drücke auf Pause. Haha. So, was haben wir denn hier? Ich ziehe hier oben als erstes raus. Ah. Das Dice Tray, das gucken wir uns dann gleich an. Dann haben wir hier Malmsturm, Stätten der Verdammnis. Das hätte der sehr, sehr freundliche Dominik Pilarski von der ebenfalls sehr coolen Fate-Redaktion vom ebenfalls sehr coolen Uhrwerk Verlag mir wahrscheinlich auch so zukommen lassen, damit ich da mal eine Rezi mache. Habe ich aber sowieso rausgeschoben gehabt, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und jetzt war für mich klar, ich bezahle das Ding natürlich. Und ich werde trotzdem erstmal keine Zeit haben, dann eine Rezi zu machen. Aber die mache ich für Uhrwerkprodukte und für Fate sowieso gerne, wenn ich dann mal Zeit habe. Das ist auf jeden Fall heile angekommen. Ist der Abenteuerband zu Malmsturm. Natürlich diesmal nicht so saufett wie die anderen beiden Bände, aber nicht minder schön. Ja, mehrere Abenteuer. Genau, zumindest die Backcover kann man ja einmal zeigen. Jo, 30 Euro. Wunderbar. So, als nächstes ziehe ich raus das Fate Horror Handbuch, deutsche Ausgabe. Handbuch erkennt man bei Fate an diesem lilanen Anstrich, 25 Euro und Klappentext hier nochmal. Ja, ordentlich. Noch verschweißt, keine angestoßenen Ecken oder so. Wunderbar. Das Horrorhandbuch, das hätte ich mir halt irgendwann sonst mal geholt. Ne? Das ist so ein Buch, wo ich in meiner neueren Rollenspielzeit mit Horror mehr zu tun bekommen habe, mit Cthulhu. Demnächst fangen wir in einem knappen Monat endlich Hexen 1733 an. Ist ja auch so ein bisschen Horror und ja, so Dark Fantasy und so. Ne? Ist auch ganz geil. Also finde ich auch ganz geil und da wollte ich für Fate mal so ein Buch haben. Nur hat mich interessiert, wie das dann so
ja, was sie da für Ideen haben und so. So, dann ziehe ich nochmal Fate heraus, und zwar das Antagonistenhandbuch. Auch wieder Handbuch, lila, ist klar. Und hier einmal der Klappentext. Ich habe das normale Fate-Handbuch schon. Das hier kostet 20 Euro. Ich habe das normale Handbuch. Das habe ich aber auch noch nicht gelesen. Und eine Rezi machen wollte ich da sowieso noch gerne. Dieses Buch hier war ein bisschen weiter hinten bei den Dingen, die ich noch mir gerne bestellen wollte. Ich glaube, Uli Lindner sagte im Tanelon-Forum, dass man sich schon auch nur mal Sachen holen sollte, die, auf die man schon auch Bock hat. Und darauf habe ich schon auch Bock. Ist ja auch nicht so mega dick. Aber ich bin immer so ein Typ, NSCs erstellen, ne, und Bücher dafür, das muss ich nicht unbedingt haben. Und bei Fate geht es ja eigentlich auch besonders schnell. Aber es gibt eben auch für Veteranen immer noch coole Tipps. Und da werde ich mal gucken, was mich da erwartet. Natürlich, die Figuren sagen es wieder, ne? Fate ist ein Universalsystem und deswegen werden hier sicherlich viele Dinge drin sein, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ich habe bei Savage Worlds ein Setting gemacht, also mache ich gerade ein eigenes High Fantasy Setting, was ich auch anfange zu bespielen mit meinen Leuten. Bei Fate allerdings nicht, da spielen wir halt, ne? Vielleicht mal Seelenfänger, Malmsturm und wenn es hochkommt, später nochmal Geheimwelt der Katzen und Tianxia oder Eagle Eyes in den Schatten Roms. So, oha, dann ziehe ich hier Splittermond raus. Da haben sie mir eine schöne Postkarte mitgegeben. Vielen Dank. Und ich ziele bei Splittermond eigentlich ja auch erstmal auf die Regelbücher ab. Aber da es eben Splittermond ist und man die Welt über den Weltenband hinaus erkunden will, auch auf Weltenbände, Regionalbände. Und ne, ich spreche es jetzt immer so aus, wie ich denke. Su Jiang, der Phönix, was? Der Phönix im Schatten des Drachen ist ja eins der mittlerweile schon ein bisschen älteren Hardcover-Bände von Splittermond und behandelt ja so eine asiatische Region. Ich glaube eher chinesisch als japanisch. Und darauf hatte ich total Bock, weil diese Asia-Sachen, die sind ja uns immer so ein bisschen fremd. Es sei denn, wir sind, ne, wir sind so, ja, wenn welche von uns Rollenspielern noch so Manga und Animes und so gucken oder sich durchlesen, das ist natürlich was anderes. Ne? Ich habe da jetzt, genau wie der Kollege Dan, der das auch schon mal gesagt hatte, bei Märchenkrieger los. Ich bin da auch nicht so der Typ, ne? Ich lehne das nicht ab, aber ich habe mich da noch nie ran gewagt und irgendwie ist das auch nicht so ganz mein Stil. Aber ich habe da mal Bock drauf, irgendwann einzusteigen. Und deswegen finde ich es geil, wenn diese asiatischen Regionen mal irgendwo vorkommen. Bei DSA haben wir das ja nicht so wirklich und das ja, finde ich eben ganz cool, dass dann mal mir schön angucken zu können und da eventuell auch mal spielen zu können. Und ich mag es sowieso gerne, Weltenbände mir anzugucken und auch schön viel darin zu lesen. Das finde ich immer sehr, ja, schön einfach. 30 Euro, wunderbar, ist auch sehr heil hier angekommen. Dann haben wir noch, ich weiß nicht, ob es das neueste dicke Buch ist. Der Metallische Städtebund wird ja eigentlich das neueste sein, wenn es dann noch kommt. Irgendwann wird es sicherlich kommen, aber okay. Wovon ich jetzt rede, ist Ungebrochen, Zwingard, Termag und die Blutgrasweite. Also eine, ja, ich sag mal, Drei-Landes-Region sozusagen, die wirklich die große Kacke abgekriegt hat, ne? Im Westen von Lorakis, des Kontinents, wo wirklich Zwingard ist ja so ein bisschen Wikinger-mäßig. Meine ich, Termag ist eben so Grenzmark, die platt gemacht wurde und jetzt sich ganz langsam versucht wieder aufzubauen. Blutgrasweite, da wohnen die ganzen Orks. Also mega interessante Region. Hat ein bisschen was von Orklandband von DSA oder so vielleicht, ne? Auch wenn die Orks natürlich da ganz anders sind und so. Aber das ist schon mega interessant. Und ich finde das Cover hier auch wieder wunderschön. Und hier so ein, weiß ich nicht, was das ist, so ein, wobei das sieht mir eigentlich fast schon wieder. Ich finde die Illos von Splittermond immer ziemlich geil, aber das hier mit diesen komischen Hauern,
Das finde ich schon wieder so ein bisschen zu World of Warcraftig vom Aussehen. Das gefällt mir nicht immer so gut. Hier sind das ja so Feenwesen eigentlich, ne? Diese Orks. Ja, okay, das geht dann noch. Aber also an sich finde ich die Illo ganz cool, aber irgendwie, mich erinnern diese komischen Hauer immer an WoW und so. Das mag ich irgendwie nicht so. Ja, auch so ein 30-Euro-Band, wie man es kennt. Soweit auch heile angekommen. Wunderbar, freue ich mich. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund hört, das sind die Nachbarkinder. Ah, dann habe ich hier noch was, das habe ich gar nicht gesagt, dass ich das bestellt habe. Denn ich habe DSA bestellt, genau genommen DSA 4.1 und genau genommen Tarun und noch genauer genommen Schwerter und Giganten. Schwerter und Giganten ist die Anthologie zu Tarun 4.1. Also 4.1 ist relativ, weil hier ist es schon, also der Übergang zu DSA 5 wurde hier eingerechnet, das heißt, hier sind keine Regeln drin. So habe ich es verstanden und Mairi von Orkenspalt TV hat es, glaube ich, auch schon vorgestellt, vor einer Weile. Und da, wobei, genau, das ist das Buch, was sozusagen am weitesten hinten mit dem Antagonistenhandbuch von Fate zusammen bei mir gewesen wäre. Und ja, ich habe es jetzt halt und ich habe da jetzt aber gerne für die 35 Euro bezahlt. Ich habe halt gedacht, naja, also das wird wahrscheinlich irgendwann, wenn das sich alles ausverkauft, eh irgendwie zum halben Preis dann kommen und dann kann ich es mir irgendwann holen oder mal zu Weihnachten wünschen oder sowas. Aber nee, jetzt habe ich es echt gerne gemacht, dass ich da das Geld bezahlt habe. Und na gut, das ist so ein bisschen die Antithese zu dem, was ich gerade gesagt hatte bei Su Jiang. Also das ist so ein bisschen dieses Asiatische von DSA, nur eben in der Hohlwelt oder Globule, je nachdem, wie man es will. Jo, finde ich aber ein sehr spannendes Setting. Und diese ganzen 4.1-Extra-Kontinents-Geschichten, also vor allem Myranor und Tarun, die sind eigentlich ganz geil. Die finde ich interessant, da muss ich auch noch mehr lesen. Aber die werden wir, glaube ich, wenn wir es mal spielen oder im Solo mal testen oder so bei uns, dann werde ich das eher nicht mit 4.1-Regeln spielen. Das ist mir alles zu sehr Pain in the Ass. Da kommen dann schön Fate-Regeln oder so drauf. So, aber auch heile angekommen. Und dann ziehe ich als nächstes wieder etwas aus dem Hut und zwar wieder Splittermond. Sadu, die Fürstentümer der Südlande. Auch eines der neuen Regionalhefte. Das finde ich ja bei Splittermond so toll, dass sie nicht einfach stumpf immer nach gleichem Schema mit gleich vielen Seiten mittlerweile wie bei DSA irgendwas rausbringen, sondern, wobei schon ähnlich viele Seiten, aber dass sie einfach sagen, da wo es passt, kommt ein Heft und da wo es auch passt, kommt eben ein dickes Buch, ein Hardcover. Oder eben sowas wie bei hier, ne, Zwingengard, Termag und Blutgrasweite, irgendwie drei dolle Regionen, die zusammenhängen in einem Hardcover. Finde ich sehr cool. Natürlich, das ist auch wieder so ein bisschen asiatisch hier, finde ich aber saugeil, dass das alles mit drin ist. Dass man nicht gesagt hat, ach, dieses Asia-Zeug, lassen wir mal raus, sondern dass es das alles gibt in dieser High-Fantasy-Welt. Finde ich super toll. Und ganz ehrlich, ich finde das Cover auch einfach wunderschön, dass so ein Geist sogar hier noch. Das wirkt so ein bisschen wie in so einem PC-Spiel oder so. Sogar also einfach geil. Da hat man richtig Bock, loszuspielen. Ja, wen's interessiert, hier noch der Klappentext. Diese Abenteuerhefte sind in der Regel so aufgebaut, dass sie ein Abenteuer drin haben, im Band des Jadesiegels hier. Und 15 Euro kosten. Die zwei neuesten Hefte, die erst noch kommen müssen irgendwann, die kosten sogar ausnahmsweise ein paar Euro mehr, 18 Euro oder so, weil die, glaube ich, ein paar Seiten mehr haben, bin mir nicht sicher. Ja, die hätte ich mir gerne vorbestellt, die drei Regionalbände, die es jetzt noch nicht gibt, aber kann man ja eben nicht, wegen der Insolvenz. Ja, auch wunderschön heile angekommen. Aus dem letzten Jahr und wie üblich die Splittermond-gefällige ja, Güte, die wir vom Uhrwerk Verlag auch gewohnt sind.
Ja, das sind die, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, die Region, ich glaube, das ist so ein bisschen, ne, japanische Warlords gegeneinander. Genau, also finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Und als nächstes ziehe ich nochmal Splittermond hier aus dem Paket, nämlich ja, nicht wirklich alt, aber auch nicht mehr so jung, glaube ich, Farrokhan unter dem Faunthron. Farrokhan, also diese große, ich sag mal, grob arabisch, ein bisschen indische. Nee, ich glaube sogar eher arabisch. Das Indische ist, glaube ich, eher so im Süden, Arakea und so. Asmarküste, Arakea, sowas. Das hier ist mehr so das Arabische, Nahe Osten. Und das große Gebiet Farrokhan mit den ganzen Schahiraten, den ganzen Provinzen sozusagen, haben sie in zwei Bände gepackt. Und den Band, den hätte ich mir damals fast gekauft, aber ich brauchte eigentlich Turuba, das Schahirat, das in dem anderen Buch drin ist. Und deswegen habe ich mir das dann doch nicht gekauft und dann habe ich entschieden, dass ich mir die ganzen Regionalsachen, die ich dann noch nicht hatte, dass ich die einfach aufschiebe für irgendwann mal. Also im Prinzip jetzt. Und dann ist es bei mir bei Selenia, Avingamark und Dakatsmir geblieben. Jo. Jo. Da haben wir auch, ich wollte gerade sagen, Miriban. Na, ich rede hier schon in DSA-Sprech. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, Moment, oder? Nee, Miriban war doch diese Elementarfeuerzauberin von DSA, ne? Die hier hieß anders. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Ist ja auch egal. So, Farrokhan. Wunderbar. Freue ich mich auch. Und dann haben wir nochmal Splittermond. Und zwar gar nicht mehr so mega neu fahrende Völker, Teleshai und Afali. Das sind zwei Völker, die gehören auch wieder zu denen, die ich im Weltenband, also wo ich sehr gern raufgeguckt habe, weil die im Weltenband einfach immer wieder irgendwelche kleinen, ich sag mal, Völkerchen oder Volksgruppen so drin hatten. Puh, jetzt wird es echt laut hier. Die jetzt nicht den riesen Fokus bekommen haben, aber die noch mal so am Rande nett zu bemerken waren und wo man natürlich dann auch in der Regel irgendwelche Listen dann am Ende hatte, Kulturlisten und ne, also wenn man die dann spielt, das ist schon ein bisschen seltener, schon sehr so eine Nische dann. Und das sind zwei Völker von denjenigen, die noch größere Nischen sozusagen sind. Und ich finde das geil, dass sie einfach ein Heft gemacht haben zu fahrenden Völkern. Bei den Teleshai weiß ich gar nicht mehr so genau. Also Afali, ich weiß nicht mehr, weil welche sind. Die einen sind wirklich hier die in diesen Wagen, bunten Wagen herumziehenden, also so ein bisschen wie Sinti und Roma, ne? Oder Zahori bei DSA. Und die anderen sind, ich glaube, diese irgendwelche Alben, die irgendwann mehr, ich glaube, außer Termag oder so geflohen sind, weil die irgendeine Prophezeiung hatten und dann sind die für ewig immer auf dem Wasser geblieben und fahren da rum und handeln. Also beide ein bisschen ähnlich, die einen aber eher auf Wasser, die anderen auf Land. So, hier haben wir sogar mal ein Bild hinten auf dem Backcover. Und dieses Heft kostet natürlich an sich auch wieder 15 Euro und auch dieses Heft ist wieder wunderbar angekommen. Eine Karte dürfte es hier eigentlich nicht geben diesmal, weil das sind ja fahrende Völker. Aber sie haben, ja gut, das ist jetzt ein Abenteuer, glaube ich. Auf jeden Fall auch wieder viele schöne Infos, nette Bilder und hier ist die Schriftgröße wieder so ein bisschen größer. In manchen von diesen Heften ist sie ein bisschen kleiner, weil es dann doch viel Text ist. Das erinnert dann an DSA 4.1 Zeiten von der Schriftgröße her und den Textwüsten, aber dafür auch total viele Infos. Dann ziehe ich nochmal Splittermond aus dem Sack. Und zwar ein Setting, das ich sehr interessant finde und ich glaube auch wahrscheinlich alle Spieler. Esmoda, die Zitadelle der Unsterblichkeit. Ich glaube, das ist sogar so ein Mini-Stadtstaat, irgendwo bei diesen asiatischen Gebieten. Ja, sieht ja auch sehr asiatisch hier aus im Hintergrund. Ja, das ist eine Untotenstadt, ne? Da mal zu spielen ist auf jeden Fall ziemlich cool. Hat man auch einfach sofort Bock drauf, ne? Und dann sehen die auch alle schon so untot aus hier. Die können aber nicht so richtig aus ihrer Stadt raus, weil dann
ist da irgendwie der, ich nenne es jetzt mal Zauber oder so, also das ist dann halt weg und sie würden dann umkippen, ne? 15 Euro, natürlich gibt es hier eine Karte. Ach so, diese ganzen Karten, die habe ich mir ja auch noch einzeln bestellt, ne? Das hat mich damals sehr gefreut, dass man die einzeln bestellen konnte. Und das habe ich dann damals aber nicht gemacht und jetzt konnte ich gleich mehrere bestellen. Ja, super, ist auch alles heile angekommen. Also ich dachte zuerst, oha, ne, der Karton, aber weit gefehlt. Noch habe ich bisher Glück gehabt. Dann haben wir, ich glaube, wenn wir Arvinger Mark ausklammern, das älteste Regionalheft, das es sonst gibt bei Splittermond, die Surma K. Diese Wüsten, ne, die heißen auch immer alle irgendwie ähnlich. Surma K. Es gibt doch noch Nakramar oder so in Myranor. Ja, ist auch egal. Ich komme dann irgendwann immer durcheinander. Unter gleißender Sonne. Ja, da haben sie damals gesagt, eine Wüstenregion richtig zu beschreiben. Ja, ne, da ist nicht viel zu holen. Aber sie haben sich bemüht, interessante Dinge zu tun. Da wohnen ja dann auch diese Wargen, diese Wüstenwargen sozusagen. Und noch ein paar wenige andere, aber vor allem die. Und daraus eine interessante Region zu machen, ist nicht so ganz einfach, weil, ne, Wüste ist nicht viel zu holen im Prinzip. Auch wenn es noch Feenwelten gibt. Ja, auch wieder so ein 15-Euro-Heft. Und ich glaube, oh, hier haben wir sogar zwei Karten. Wüstentrutz als Stadt und dann noch, ja, die Surmaka an sich. Ja. Und dann haben wir hier. Das ist ja auch ein geiles Bild jetzt gerade. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Ja, die haben wieder ein bisschen kleineren Text. Wunderbar. Genau, das ist nämlich schon von 2016. Ich meine, 3 Jahre her, ne? Bald 4 Jahre. Na gut, nicht bald, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist eins der älteren Dinger. Dann ziehe ich nochmal Splittermond aus dem Paket. Die Suda-Inseln. Das ist ein für uns, das ist ein neueres Setting von Splittermond. Klar, so, ne, es gibt halt alle Settings schon, weil es ja den Weltenband gibt, aber jetzt als Heft, beziehungsweise Buch, ihr wisst, was ich meine, habe ich mich auch drauf gefreut. Für uns auch auf jeden Fall interessant, weil das ist so ein Inselreich. Die Schädelkorsaren, na gut, das sind so ein bisschen Hau-drauf-Typen, aber wir brauchen mit unserer DSA-Charybdik-Runde eigentlich ein Splittermond-Setting, möglichst nicht nur Weltenband, sondern auch schön hier Heft oder Buch, wo wir ein bisschen was Ähnliches haben mit Inseln und so wie bei der Charybdik, mit den Waldinseln. Weil da spielen wir, da haben wir ein Setting aufgebaut mit Dorf und so, alles selber ausgedacht. Und wir wollten, wenn wir mal keinen Bock mehr auf diese ganzen DSA-5-Verstreuungsgeschichten haben, wollten wir das einfach mal in Splittermond übersetzen und da einfach parallel weiterspielen und dann bloß mit den geilen Splittermond-Regeln, die wirklich mega zu empfehlen sind. Und die Suda-Inseln, also wir wollten eigentlich Stromland-Inseln nehmen, weil das passt am besten, finden wir. Aber das ist schon mal, da haben wir schon mal was hier mit denen. Das ist schon mal eine geile Sache. Ja, ist auch so ein 15-Euro-Heft. Und da dürfte wieder eine tolle Karte sein mit den ganzen Inseln hier. Ja, genau. Wunderbar. Auch alles soweit heile angekommen. Und ich denke, die ganzen Inseln, die es hier gibt und noch weiße Flecken, wo man dann selber irgendwas machen kann, ich glaube, da kann man sich auch irgendwie eine Insel hier irgendwo abzwacken, wo man einfach irgendwie unser Setting übersetzt. Wir brauchen ja im Prinzip nur eine kleine Insel mit Dorf. Und ein paar Palmen und Strand. Ja, ein bisschen mehr schon, aber. Okay. Unsere Insel ist nämlich Eltikan und das ist eine Moskitoinsel und das Dorf muss ich halt versuchen zu halten, weil da können sich nicht viele halten. Mit dem ganzen moskitoverseuchten Zeug und den Echsen und so. Die Flammensenke, Land der tausend Gefahren, finde ich auch total interessant. Ist beim Lesen des Weltenbandes so ein Zwischenrand-Setting irgendwie gewesen für mich, aber dennoch mega interessant. Und das jetzt als ganzes Heft zu haben, bin ich ein bisschen stolz drauf.
Ich weiß gar nicht mehr so genau, was da alles los ist. Ich glaube, die haben da auch irgendwie so ein Erbe von irgendeinem Scheiß, der damals passiert ist, auch mit irgendwelchen Katastrophen und so. Oh, sehr flexibel das Heft, aber ungefähr so wie alle anderen. Kein Problem. Ah, sogar Farrukhan, Buchwerbung. Und dann, das ist ja geil. Ist ja mal was anderes. Aber sogar noch mehr Karten. Ja, ich glaube, die Flammensenke, da haben sie halt nicht so unglaublich viel Material, dass sie da. Also sie hatten wahrscheinlich einfach dann ein paar Seiten übrig, wo sie einfach noch ein bisschen Kartenmaterial, oh, reingeben konnten. Das sieht ja auch cool aus hier. Sowas kann man sich echt als Rollenspieler auch mal als Gemälde an die Wand hängen, ne? Finde ich immer. Es gibt so viele geile Rollenspielbilder heutzutage. Und nicht zuletzt werden ja immer wieder solche Dinger, solche Bilder mal mit veränderten Lizenzrechten dann, wie beim Havena Crowdfunding, freigegeben, dass man sich das als geiles Bild auf Leinwand oder so bestellen kann. Beziehungsweise die Datei dann kriegen darf und benutzen darf, um dann selbst eine Leinwandbestellung zu machen. So, wir sind hier fast am Ende, aber ein bisschen was ist noch da. Ich sehe schon, ich komme doch wieder auf ein bisschen Videozeit, aber der Uwe Verlag hat es auch verdient. Das Unreich, eines der, glaube ich, ein bisschen älteren dünnen Hefte, aber eine der interessantesten Regionen, wie ich finde, wollte ich mir, als ich Selenia und Arvinger Mark und Dacatsmühe hatte, zuerst holen, weil mein ursprünglicher Plan war, kommen Selenia als Mittelreich-Äquivalent zu DSA und dann einfach das, was drumrum ist. So. Ja, Dacatsmühe grenzt an Selenia an und naja, die Arvinger, das Unreich halt auch. Und das ist auch schon wieder ein geiles Cover, wie ich finde. Es ist schon wieder so ein Gemälde wert, ganz ehrlich. Ja, wieder so ein 15-Euro-Ding. Hier könnt ihr es natürlich alles sehen, wenn ihr es eh nicht schon kennt. Da gibt es eben. Oh, zwei Abenteuer sogar drin. Da gibt es eben drei große, wichtige Gegner, sag ich mal, die da Landstriche regieren. Geile Karte wieder. Was war das denn da? Oh Gott, ein Drache, glaube ich, war das eine. Man konnte es sicherlich eben lesen auf dem Backcover. Ach so, genau. Dann gibt es hier diese irgendwie so eine Naga, oder? Und war das dritte so ein Rattlingsanführer? So ein Rattlingsreich oder so? Boah, das ist schon wieder so lange her. Früher wusste ich das alles und dann haben wir auch erstmal keinen Splittermond mehr gespielt, leider, leider. 2017, ja, ist immerhin 2 Jahre alt. Okay. Ach nee, genau. Genau, nicht Rattlinge, sondern das habe ich jetzt verwechselt mit dem NSC-Heft vom Spielleiterschirm von Splittermond. Da gab es so einen Rattling-Anführer, der irgendwie aus jeder Gefahrensituation immer doch entkommt und irgendwie so ein krasser Typ ist. Der war irgendwie voll lustig, der NSC. Nee, genau, die Rattlinge werden nur benutzt von irgendeinem von diesen Viechern und ich glaube Drache, so eine Schlangenfrau oder so und ein Einhorn noch. So, dann intelligenterweise nicht nach ganz unten getan oder oben im Paket, sondern zwischendurch, da wo es geschützt ist, das Kartenmaterial. Ja gut, das Kartenmaterial werde ich dann sicherlich in einem einzelnen Video nochmal vorstellen. Also ich mache es hier nicht ausführlich, ne? Also es ist hier Esmoda, das Unreich ist noch da. Dann haben wir hier irgendwie noch Arvinger Mark und noch was zu Dacatsmühe und dann noch die Wüste Somakaar, meine ich ja. So, machen wir nochmal extra später. Boah, dieser Bücherstapel. Das wird alles richtig lange dauern, da Videos von zu machen. So, und dann das für mich im Prinzip noch für einen Charakter, den ich mal gespielt habe, wichtigste Buch. Splittermond Hardcover. Das Erbe von Cash. Ich glaube, das ist sogar der neueste dicke Regionalband. Turubar, das brauche ich nämlich. Tarkesh und die Kescher Beat. Oh, ich komme mit dem ganzen Zeug echt immer total durcheinander und ich weiß es nicht mehr wirklich.
Turuba ist nur eine Provinz von 10 oder 12 des, also Schahirat, von den ganzen Provinzen bzw. Schahiraten dieses von Paschanar, diesem arabischen Reich, sag ich mal. Tarkesch ist so ein bisschen außerhalb, so ein bisschen dschungelmäßig, glaube ich auch. Keshabit sind, es gibt glaube ich irgendwie Keshabit, das sind diese Gnome, die eigentlich in Turuba gewohnt haben und da sich angepasst haben und immer noch wohnen. Und dann gibt es glaube ich noch die Keshubim. Die sind dann geflohen damals, als es eingenommen wurde und die finden das alles scheiße und wollen sich rächen und machen irgendwelche Guerilla-Aktionen oder so, keine Ahnung. Und die sind glaube ich in Tarkesch. Ja, und deswegen auch total geil, hier so Gnomen-Statuen davor. Voll cool. Das finde ich, das ist so eine Antithese in sich irgendwie, ne? Ich meine, Statuen sollen ja immer so ganz groß sein und Macht verkünden und so. Und Gnomen sind halt nicht so groß und Gnomen-Statuen, naja, für Gnomen sind sie natürlich dann ganz cool, aber sonst. Ach, guck mal, das ist vielleicht so ein Keshubim-Typ, ich weiß es nicht. So einer, der da. Ja, Leute doch nochmal irgendwie killen will oder so. Ja, super, Turuba. Die haben richtig viele Edelsteine, das weiß ich noch. 30 Euro. Auch dieses. Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, ja, ich habe hier so eine Ecke, die ist jetzt nicht kaputt oder so, aber ich glaube, das ist sogar normal. Das habe ich beim Götterbuch auch gehabt. Dass da eine Ecke, das kann im Lager irgendwo auch mal passieren, dass das so ein bisschen, ja, leicht runtergedrückt wurde, kann man aber auch ein bisschen gegendrücken und fertig. So, und ich glaube, das war's schon. Wir haben hier so eine, nee, das ist nur so eine Sicherheitslasche. Und dann, nee, das hier ist nur die Rechnung, ja, die auf zwei Seiten geschrieben werden musste. Haben sie aber auch, wie gesagt, verdient. Meine Liste muss ich dann mit dem ganzen Zeug hier nochmal einzeln vergleichen. Wobei, sehe ich hier eigentlich. Genau. Das ist eigentlich alles, was ich bestellt habe. Das sieht hier soweit gut aus. Jo. Jo. Alles dabei, super. Genau, und die drei Sachen, die ich mir noch bestellen werde, wenn sie nochmal kommen, wäre der Metallische Städtebund, 30 Euro Regionalband. Mahalu, das Archipel der Glückseligkeit, 18 Euro. Und Badaschan, noch so eine Dschungelregion, auch 18 Euro, so ein Heft halt jeweils. Jo, und jetzt am Ende einfach nochmal kurz das Ding hier. Ja, das Dice Tray. Ich muss gestehen, ich habe gerade auf Pause gedrückt und habe erstmal versucht zu checken, wie das eigentlich funktioniert. Und ich, Idiot, habe die ganze Zeit gedacht, hier diese Nipsis, dass man die ja irgendwie hier auf der anderen Seite irgendwie zusammen machen muss oder so. Und das kann ja aber nicht sein. Oder über. Hä, das geht doch alles gar nicht. Und dass man die einfach nur in der jeweiligen Ecke gegenseitig zusammennupst, was übrigens ziemlich perfekt funktioniert, um wirklich diese Würfelschale zu bauen. Das habe ich halt erstmal nicht gerafft, obwohl ich weiß, dass das so aussehen muss. Aber das ist eben wieder, ne? Erstmal logisch denken und dann, naja, ist nicht jeder so schnell drin, ne? So, ja. Also das ist soweit normales, ja, irgendwie so Mauspad-Material oder so. Kann man wahrscheinlich als Mauspad auch einfach nehmen. Ja, sieht soweit normal gut aus. Der Druck hier ist auf jeden Fall auch gut und das Uhrwerkzeichen wird auf jeden Fall Anwendung finden. Direkt bei uns ja, in 2 Wochen, wenn wir wieder weiterspielen. Gut, da werden dann erstmal Star Wars Würfel drauf landen und danach Hexenwürfel, aber okay. Ja, das mit dem Würfeln, ja gut, müsste ich mal nochmal als Abschluss hier Würfel holen. So, die Original-Splittermond-Würfel, die leider aus sind. Ich habe sie damals zum Glück noch gekauft,
die übrigens sehr schön sind, aber da habe ich ein eigenes Video schon mal drüber gemacht. Also angenommen, ich will einfach bei Splittermond würfeln und naja, sagen wir mal, ich mache einen Schadenswurf und ja, ich habe irgendwie jetzt 3 W6 und die sollen jetzt hier alle normal gut drin liegen. Gehen nicht über die Kante, wunderbar. Geht fast gar nicht, ne? Selbst das ist nicht so wild, weil dann würde immer noch die Hauptzahl zu erkennen sein. Und wenn ich jetzt bei Splittermond eine Risikoprobe mit 4W10 mache. Ach fuck, jetzt habe ich wieder diesen blöden 20-Minuten-Break überlabert. Ist egal, man hat eh nichts verpasst. Also 3W6 geht auf jeden Fall problemlos. Und nochmal 4W10. Ja, warum auch nicht? Sie müssen es sicherlich getestet haben. Das klappt doch auch. Also ich sehe jetzt hier keinen Fall, wo irgendwas physikalisch unmöglich auf der Seite landet oder so, sodass man irgendeine Zahl nicht lesen kann oder was weiß ich. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man eine Runde hat, wo eben gerade wenig Licht herrscht, ein paar Kerzen irgendwo, und wenn dann hier so drumherum ab und zu eine Kerze steht und das Licht eben nicht so hier reingeht, dass man dann eben die Ergebnisse hier drin nicht so gut sehen kann, vor allem wenn man so Würfel hat, die mehr oder weniger grau und grau sind. Sowas gab es mal bei DSA bei einer Special Limited Edition. Ja. Aber auch Würfelpools dürfte kein Problem sein. Das ist jetzt das 12 € oder 13 € Dice Tray. Es gab auch noch ein größeres, aber das war schon aus. Das konnte man nicht mehr bestellen. Das hat dann noch ein paar Euro mehr gekostet. Aber mir war wichtig, dass ich überhaupt eins bekomme, denn das ist mein erstes. Zweitens habe ich Bock, was Neues mal zu haben, wo ich drin würfeln kann. Also nicht Turm, Würfelbecher oder Tisch oder so, sondern Dice Tray. Und drittens, ja, Solidarität zum Uhrwerk Verlag. So, ja, auseinandernehmen. Geht auch problemlos. Ach, muss ich einen Timestamp einfügen hier, ne? Wer jetzt nur irgendwie dieses Ding sehen will. Na gut. Füge ich alles ein, ist kein Problem. Gut, das war's damit. Ich wünsche dem Uhrwerk Verlag das Beste, was geht. Wir werden sehen, wie sie durch die Insolvenz kommen. Insolvenz heißt ja nicht, dass sie jetzt nie mehr existieren. Aber ja, gut, ich brauche hier nicht irgendwie jetzt spekulieren oder was auch immer zu sagen, denn es wurde alles schon, was man sagen oder hören konnte, schon irgendwo gesagt und geschrieben. Und ja, die Links, wie gesagt. Ja. Gut. Ich brauche, glaube ich, auch nicht sagen, welche Dinge als nächstes kommen, denn den Stapel habe ich gerade gezeigt. Das Einzige, was dabei vielleicht rausfällt, oder die einzigen beiden Sachen, die rausfallen, sind wahrscheinlich so ein bisschen diese Abenteuerbände von Tarun und Malmsturm, weil Abenteuerbände durchblättern, ja, ist jetzt nicht so krass. Eher dann rät sie mal irgendwann. Jo. Ansonsten gibt es jetzt nicht so große neue Dinge, die ich jetzt in absehbarer Zeit bekomme. Aber dieses Riesenpaket hat mich ja auch überrascht. Oder das, was davor dazu geführt hat, besser gesagt. Man weiß nie. Ja, und ansonsten irgendwas von diesem Stapel, den werde ich auf jeden Fall durchgehen und irgendwann auch mal wieder eine Rezi machen und so. Ja. Vielleicht nochmal eine PDF hier und da zeigen. Ja, wie immer. Gehabt euch wohl und spielt ordentlich Rollenspiel. Auch im Sommer, auch wenn es heiß ist. Und ja, unterstützt den Uhrwerk Verlag, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ja, macht's gut.